Herzlich willkommen zu einer neuen Nephew und zwar diesmal wieder zu Cooler Master Produkten und zwar zu zwei Produkten, die sehr gut zueinander passen und zwar dem Master Air MA610P, das ist ein Lufterkühler aus dem Hause Cooler Master mit RGB Features und dem H500P, einem, ich nenne es mal Showcase Gehäuse aus dem Hause Cooler Master. Und warum die so gut zusammenpassen, erzähle ich euch während des Videos. Also fangen wir mit dem Kühler an. Hier packe ich den Kühler gerade aus. Der Kühler ist, wie gesagt, mit RGB-Features. Der hat zwei 120mm RGB-Lüfter an den Seiten. Der Kühler kommt mit einer RGB-Steuerung, womit man die Helligkeit, die Modis und die Farben umstellen kann. Die Steuerung muss man irgendwo im Gehäuse verstecken, dass man noch drankommt. Komme ich aber später nochmal zu. Und wie gesagt, es ist ein Lufterkühler. Es ist keine Wasserkühler, also es ist ein reiner Lüfterkühler. Der für die CPU ist und mit einer ziemlich hohen Bauart, sag ich mal. Also man braucht schon viel Platz im Gehäuse. Auch muss man gucken mit dem Mainboard und den RAM-Steckplätzen. Wenn ich RAM-Steckplätze in dem Rechner, den ich da zusammengebaut habe mit den Komponenten, wenn die RAM-Riegel kühler gehabt hätten, Kühlkörper, die höher waren, wäre es knapp geworden. Also da muss man gucken, ist schon kein kleiner Kühler. An sich besteht der Kühler aus Aluminium und hat unten Kupfer Heatpipes, 6 Stück jeweils an den Seiten. Die Kühlleistung von dem Kühler ist extrem gut. Also meine Wasserkühlung von Cooler Master schafft beim Intel CPU im Idle 40, 35 Grad. Ich müsste auch vielleicht mal wieder die Wärmeleitpaste austauschen. Der Master Air schafft bei einem Ryzen i5600X im Idle 25 Grad. Ich habe jetzt leider keine 100% Auslastungswerte, aber das ist so der Idle-Wert. Also im Idle war der Ryzen sowieso, wahrscheinlich, weil der Ryzen im Idle schon sowieso extrem gelangweilt ist, sehr viel kühler. Und ich habe auch Spiele gespielt, die Temperaturen da begutachtet. Also der kam gerade so über 60 maximal. Also das war nicht krass. Also ich habe da jetzt keine guten Benchmarks für gemacht oder so. Das ist wirklich das Maximum. Zusätzlich passt der Kühler auch auf die neuesten Intel-Sockel. Er ist ausgelegt auf die AM4-Sockel von Ryzen, deswegen hat Cooler Master mir den geschickt. Und der hat gut gepasst. Zusammenbau war relativ easy, wenn man da einmal durchgeblickt hat. Die Anleitung durchschauen ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil man genau gucken muss, wie die Backplate zu montieren ist. Auf jeden Fall konnte man den sehr gut alleine montieren, weil alle Schrauben, die nötig sind, schon mal vorinstalliert werden. Die Backplate schon am Mainboard fest montiert ist und man eigentlich nur noch den Kühler aufsetzen muss und festschrauben. Die Backplate ist schon fest. Ich hatte schon CPU-Luftkühler, da musste man die Backplate festhalten, den CPU-Kühler aufsetzen und zusätzlich noch festschrauben. Also im Grunde brauchte man 4 Arme, aber das ging bei dem Kühler extrem gut. Wie gesagt, hat der Kühler RGB-Steuerung und RGB-Beleuchtung. Die kann man einstellen an der Steuereinheit, die dabei ist. Man kann das aber auch am Mainboard anschließen. Die Kabel kommen aus dem Kühlkörper raus. Die sind dort rausgezogen. Geht ganz gut, wenn man sich das einmal alles zurechtlegt. Und dann kann man seine Beleuchtung so auswählen, wie man möchte. Die Farben seht ihr dann im Video. Ich erzähle das gerade so freihand mit ein paar Stichworten. Ich habe jetzt die Farben alle nicht genau aufgeschrieben. Auf jeden Fall kann man dort einige Modis einstellen. Oder Dauerbeleuchtung. Oder halt, blinkend und wie man will. Kommen wir nun zum Gehäuse. Das H500P ist, wie ich sagte, mehr ein Showcase-Gehäuse. Warum? Weil es zum einen schon mal offensichtlich nicht dafür gedacht ist, vorne CD-Laufwerke einzubauen, sondern wirklich voll auf Optik setzt. Ich meine, heutzutage braucht man eh keine CD-Laufwerke mehr. Hatte ich bei dem Bild eigentlich geplant. Mir wurde gesagt, das würde aber gehen, weil da ein Rahmen bei wäre, den man einsetzen muss. Und man musste mal den oberen Lüfter ausbauen vorne. Hat bei mir irgendwie gefehlt. Ich habe nichts gefunden. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben es dann einfach so gelöst, dass kein Laufwerk ist. Wir regeln das einfach über externe Laufwerke. Alles kein Problem. Und wenn es nach mir ginge, müsste eh kein Laufwerk rein. War aber in dem Fall erst geplant. Haben wir dann weggelassen. Also es ist nicht schlimm. Was bei den Gehäusen am meisten auffällt, ist die Glasseite. Das ist wirklich Glas. Es ist eine dicke Glasplatte, wo man extrem vorsichtig sein muss, wo man die hinstellt, dass die bloß nicht hinfällt. Ich hatte extrem Schiss, aber es ist eine sehr gute, dicke Glasplatte, die auch geil aussieht. Zudem sind in der Front und dem Deckel auch noch Glaseinheiten eingesetzt. Das ist aber kein echtes Glas, das ist einfach nur Plexiglas. Vorne an der Steuereinheit haben wir jeweils 2, 3 USB 3.0 Anschlüsse, 2 USB 2.0 Anschlüsse, Power, Reset-Button. Und natürlich Kopfhörer, Mikrofon. Gehäuse kommt mit zwei vorinstallierten 200mm RGB-Kühlern. Die konnte man bisher so bei Cooler Master nicht kaufen.
Ich glaube momentan auch noch nicht, aber Cooler Master hat schon gesagt, die werden bald auch einzeln erhältlich sein. An sich ist das Gehäuse groß genug für Wasserkühlung. Auch die ganzen Produktbilder auf Cooler Master, auf der Cooler Master Seite zeigen das Gerät mit Wasserkühlung, was wieder mehr für ein Showcase spricht, weil Wasserkühlung sind aufwendig und sind krass beleuchtet. Zusätzlich kann man oben im Deckel noch dicke Radiatoren einstellen. Den Rahmen oben kann man noch abschrauben, wenn man noch mehr Platz benötigt oder halt weniger. Je nachdem kann man den Rahmen halt auch drin lassen. Unten die Platten, die das Netzteil und die Festplatten verdecken, kann man auch noch ein bisschen verschieben, dass man vorne rum, also wo vorne die 200mm RGB-Lüfter sind, auch noch einen Radiator hinbauen könnte. Ansonsten bietet das Gehäuse innen noch Standard-Features, wie zum Beispiel die SSD-Slots, die können innen verbaut werden. Oder an der Rückseite, also auf der anderen Seite, die man hinterher nicht sieht im Gehäuse. Kabel können hintenrum verlegt werden, sodass man sie im Gehäuse nicht sieht. Das ist gut für den Airflow und sowieso für die Optik. Wie gesagt, das ist eher ein Showcase-Gehäuse. Und die Grafikkarte kann vertikal eingebaut werden. Dort benötigt man aber natürlich dann das Riser-Kit jeweils für die Grafikkarte, damit das so eingebaut werden kann. Auf der Rückseite des Gehäuses haben wir natürlich die ganzen Kabel gelegt im Idealfall und Cooler Master mitgedacht und dort genug Versteckmöglichkeiten für Kabel eingebaut. Wir haben eine große Platte links, die von komplett oben nach unten geht. Dort können wir Kabel verstecken und festmachen und verlegen. Die gleiche Platte ist innen auch nochmal. Das kann man auch nochmal innen abschrauben. Dann sieht man die Kabel auf keinen Fall. Also das Netzwerk allgemein ist ziemlich modular. Man kann alles auseinanderschrauben und alles zu verlegen und hinterher alles zusammenbauen. Der RGB-Anschluss, der bei dem Lüfter dabei war, kam hier sehr gelegen. Denn den können wir auch für das Gehäuse benutzen. Denn die Lüfter im Gehäuse benutzen den gleichen Anschluss, den gleichen RGB-Anschluss wie der Kühler. Die habe ich mit daran angeschlossen. Man kann das Gehäuse auch an die Mainboard-Steuerung anschließen. Allgemein wird damit geworben, dass das Mainboard mit... Lasst mich nicht lügen. Der RGB-Anschluss des Gehäuses ist kompatibel mit Asus, Gigabyte, MSI und ASRock. Oder ASRock. Mit all den mit MSI Aura, mit Asus Sync heißt das, glaube ich, das RGB. Gigabyte hat da auch ein RGB-Ding. Also damit ist das alles kompatibel. Man kann das alles übers Mainboard steuern. In meiner Lösung habe ich halt den RGB-Controller des Lüfters benutzt. Den habe ich oben im Gehäuse festgemacht, sodass man den nicht unbedingt sieht. Und wenn man den Deckel oben abnimmt, kommt man da ganz gut dran und kann dort die Farbe umstellen. An dem Gehäuse selbst wurde aber leider auch viel mit Plastik gelöst. Zum Beispiel der Deckel und die Front sind samt Plexiglas noch mit Plastik komplett. Die Lüftungslöcher sind alle mit Gittern versehen, dass der Staub nicht so unbedingt reinkommt. Unten im Boden haben wir noch einen Filter für Staub. Und allgemein bietet das Gehäuse extrem viel Platz. Und der Lüfter, wo ich sagte, das hat eine sehr hohe Einbauhöhe, passt dort auch perfekt rein. Natürlich muss ich noch erwähnen, dass natürlich die Teile von Cooler Master immer mit einer kleinen Box kommen, wo sämtliche Schrauben und Sockelumbaumaßnahmen drin vorhanden sind. Beim Kühler sowohl als auch beim Gehäuse. Man kriegt sämtliche Schrauben mitgeliefert. Also bei dem Kühler plus Gehäuse kann man eigentlich nichts falsch machen und das Gehäuse sieht richtig schnieke aus, auch wenn, wie gesagt, leider viel mit Plastik gelöst wurde. Wie gesagt, die Front und der Deckel sind eigentlich fast komplett aus Plastik. Wirkt im Vergleich zu der Glasscheibe, die extrem hochwertig wirkt und auch der Rest vom Gehäuse, der komplett aus Metall ist, extrem hochwertig wirkt, wirkt das schon wieder zu billig leider. Sollte natürlich ein bisschen den Preis drücken, damit das noch für Konsumer sehr freundlich ist, aber es geht in Richtung Showcase-Gehäuse und dann wieder nicht. Es ist so eine Mischung. Es ist so das, was ich da empfinde. Aber es sieht gut aus. Also, wie gesagt, das ist schade darum, dass es Plastik ist. Dieses Graue, das hätten sie auch irgendwie. Wenn das aus Metall wäre, 1A-Showcase-Gehäuse, so haben wir ein paar Abstriche machen müssen. Finde ich, von der Wertung her, von der Wertigkeit. Das Plastik macht es leider ein bisschen kaputt. Aber sonst, wie gesagt, ein super Gehäuse. Ich kann mich nicht beschweren. Ich war überwältigt, wie viele Möglichkeiten ich hatte, die Kabel durchzuschieben. Man hat genug Öffnungen, wo die Kabel durch können. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch einen kleinen Eindruck darüber geben, wie der Cooler Master Kühler und das Gehäuse aussehen, funktionieren und vielleicht auch zusammen funktionieren, weil ich finde, die beiden passen sehr gut zusammen, wenn man auf Lüfterkühlung setzt. Vielen Dank an Cooler Master, dass mir das alles zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.